Hallo liebe Friendinnen, guten Geschmacks, schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich mir Folgendes gedacht. Mein erfolgreichstes Video, der Gurkensalat, 27.000 Klicks fast, letztes Jahr erschienen, wurde mal kommentiert mit, meiner ist besser. Gut, okay, alles klar. Irgendwie habe ich mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, habe einfach mal gedacht, okay, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Kommentar war, Gurke, Granatapfel, Feta, Zitrone, bisschen Gewürze. Gut, ein paar Sachen habe ich mir noch dazu überlegt. Sehen wir jetzt. So, zuerst zur Gurke. Ende abschneiden. Und dann würde ich sagen, halbieren wir es einfach. Und dann schneiden wir uns grobe Würfel runter. Optisch schön sieht es immer aus, wenn wir so ein bisschen schräg schneiden. So ungefähr sollte es aussehen. Ein paar kleinere, ein paar größere Stückchen. Und dann ist schick. Ja, wie gesagt, besten Dank an den Kommentar. Bin ich immer dankbar. So, die Gurke ist klein geschnitten. Nehmen wir uns eine große Schüssel. Geben wir die Gurke dazu. Schon mal eine ordentliche Portion Salz rüber. Vielleicht fällt es euch auf, das Salz ist nicht richtig weiß, ist Vulkansalz von der Isla Canaria. Portion Pfeffer kann auch schon mal direkt rüber. Einmal alles durchschwenken. Super. Stellen wir das mal kurz beiseite. Granatapfel. Vorher ein bisschen rollen. Man hört jetzt schon, wie die Kerne so ein bisschen sich lösen, beziehungsweise die Schalen brechen von den Kernen. Dann halbieren wir uns den. Wunderschön. Den Trick, die Kerne rauszumachen, kennt ihr sicherlich. Einfach hinhalten, auf der anderen Seite klopfen. Machen wir gleich. Limette, Bio, machen wir es genau gleich. Einmal rollen. Dann lässt sich besser der Saft herauspressen. Halbieren wir uns auch schön. Legen wir kurz beiseite. So, dann nehmen wir uns den Feta-Käse. Nehmt so viel ihr möchtet. Viele mögen ihn nicht so gerne, weil er doch relativ intensiv im Geschmack ist. Den nehmen wir erstmal einen halben. Den bröseln wir ganz grob über unsere Gurken. Einmal ein bisschen vermengen. Dann nehmen wir uns den Granatapfel. Wie gesagt, andersrum halten und mit was großem Festen einfach hinten rauf. Und die Kerne fallen alle raus. So habt ihr immer noch das tolle Vergnügen, wenn ihr auf so einen Kern beißt, löst sich relativ viel Flüssigkeit raus und ihr habt dann einen richtig tollen Geschmackskick im Mund. Wenn ihr das jetzt so rausmacht mit einem Löffel, kann es immer sein, dass die Schale schon beschädigt wird und der Saft tritt aus. Wollte ich so nicht. Super. Dann nehmen wir uns noch eine halbe Limette, pressen wir einmal schön den Saft dazu. Öl, da habe ich 2 Teelöffel Walnussöl genommen, einfach um ein bisschen nussige Note drin zu haben, aber die Nuss selber nicht als Grundzutat zu nutzen. Und 4 Teelöffel Olivenöl. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Dill. Dill ist bei mir bei Gurken unverzichtbar.
Ja, das soll es ja schon gewesen sein. Mal alles schön durchmengen. Und dann haben wir hier einen ganz tollen, herrlichen Salat auf Empfehlung eines Kommentars, der wirklich einfach herrlich schmeckt. Lasst es euch schmecken. Guten Hunger!